Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. So, wir sind im Flusswald, falls ich mich irgendwie... Cool, da steht dummer Hund und guter Hund. Stand da gerade. Siehst ja genau, da stand nämlich vor der Aufnahme auch da. Sehr gut, danke für die Wiederholung. So, falls ich mich etwas... Ja, oh, wie schön der Rauch nach oben geht. Mehr so... ja, du mich auch. Ich habe gerade so eine Phase, kann man so sagen. Also ich weiß das auch nicht. Ja, da kommt so alles auf einmal nach. In dies und das und jenes. Zudem habe ich angekündigt, dass ich zumindest semi-aktiv Musik machen werde, beziehungsweise statt aktiv dann zurückruder, weil das auch nicht so richtig laufen will, wie ich dachte. Das habe ich jetzt 2 Jahre gemacht und jetzt, ja. Ich habe ja einen Soundcloud-Kanal. Den habe ich jetzt zum 2. April auslaufen lassen. Wo will der hin? Naja, das sind so solche Sachen. So dies und das und jenes. So, ich muss mal kurz gucken. Ich muss nämlich dieses Journal lesen. Und wisst ihr, was toll ist? Man macht News. Schreibt rein, bitte voten. Und die Leute reagieren einfach nicht. Das ist der Hammer. Ich glaube, ich werde Twitter löschen. Ich stehe kurz davor. Ich werde Twitter wahrscheinlich nicht mehr aktiv nutzen. Ab sofort. Weil ist ja eh nichts. Das muss ich jetzt alles durchlesen, oder was? Oh Gott. Der Helgen-Reborn-Guide. Willkommen zu Helgen-Reborn oder Helgen-Wiedergeburt. Diese Mod wurde geladen und dein Abenteuer ist bereit zu beginnen. Folge ganz normal der Quest. Aber bevor du mit Markus in meiner Quest redest, nehme ich mal an, dass du sicherstellst, dass du die Banditen in Helgen eingeschaltet hast. Sie sind eingeschaltet 4 Tage nach der Quest ungebunden komplettiert wurde. Das übrigens vor 800 Folgen war. aber du musst Weißlauf einfach nur betreten, um sie zu aktivieren. Du wirst sicher wissen. Was? We know it for sure they are enabled by checking the gates leading into Helgen, and if you have the spikes with the bloody body parts on them, you are good to go. Okay, mit anderen Worten, wenn da irgendwie Pfähle mit blutige Pfähle mit irgendwelchen Körpern dran sind, oder Körperteilen dran sind, dann können wir weiter. Wenn nicht, dann nehme ich an, dass du noch ein paar Tage warten solltest, um dann Weißlauf betreten solltest, durch das Haupttor natürlich. Nicht durch Schnellreisen. Dann geh zurück zu Helgen und mach deinen... und sei sicher, dass es aktiviert ist. Wenn du die gekillt hast, bevor... And they haven't respawned, that's okay. Okay. Das haben wir nämlich, den Fall, also wir haben die ja schon längst umgebracht. Ich glaube, die sind mittlerweile weg. Solange du die...
Solange du die blutigen Pfähle hast, ist alles gut. Dieser Mod ist 100% kompatibel mit Alternate Start, Live Another Life. Aber nochmal. Da sind einige Dinge, die... die du machen solltest, die du dringend machen solltest, bevor du mit Markus sprichst. Wie beim Vanilla-Start oben. Sollte so sicher gehen, dass die Banditen in der Fort sind. In addition to the bandits, boah, das Übersetzen dauert ja ewig. Kann man hier mal einen Deathmic anrufen? Der ist super in Englisch. Da können wir beim Übersetzen helfen. Sorry, wenn das nicht ganz so genau ist hier. I suggest you to run. I suggest you run through the. Da fehlt ein Wort. Through the keep to make absolutely certain that the second rock collapse added by Artmore has been disabled. Ich weiß gar nicht, was das ist. Es sollte deaktiviert sein, wenn die Banditen. Wenn die Banditen aufgetaucht sind. Aber ich denke, du solltest. Erster Hand überprüfen. So, folge Atmos Prozedur für die Vanilla Quest Resettung. Überprüfe die vor, um sicherzugehen, dass du die Banditen hast. Und check. Das ist eine Beschreibung, wie man das wieder resettet. Das finde ich cool, dass man sowas eingebaut hat. Das gibt einen Pluspunkt in der Mod-Bewertung. As for any other alternate start-type mods, generally as long as they set everything to the condition it would be in a vanilla start after Helgen is destroyed. When unbound is complete. You are probably good to go. But again, the suggestion about the bandits above applies to everything whether the vanilla or alternate start. Okay. These steps are recommended due to the way Bethesda set up these events in the vanilla game. They are also necessary to remove the rubble blocking the hallway in the keep that was added by LUL. Lastly, with any Bethesda game, especially if you're using mods, you should save, save, save! I don't usually go more than 30 minutes. Ja, ich muss alle 10 Minuten, alle 5 Minuten speichern, Junge. Alle 2 Minuten sogar, sonst stürzt mir das Spiel ab. Bugs happen with mods that, quite frankly, are many times out of the modder's hands. You fail to save only as much time as you're willing to lose, and doing so it's not this modder's fault. So don't blame me if something happens and you fall to save for 10 hours. I would make a habit of saving before you speak with any NPC who is active quest target in your journal. It only takes 2 seconds, and you can always delete them when you are certain you don't need them any longer. I hope you enjoy Helgen Reborn. Sincerely, Mike Henjo. P.S. You may now begin my quest at any time, but I'm not responsible for what happens of you don't follow my suggestions. Please post in my comments if you have any issues or if you simply want to provide feedback of any kind. Thank you for your introducing. Begonnen Desperate Times. Irgendwer sucht dich in Weißrall auf. Gut zurück.
Ich kann Englisch semi-gut. Das war im grob zusammengefasst, das erste war wichtig, das zweite nicht so. Das zweite war, wenn das etwas schief geht. Die wichtigsten Dinge ist, Banditen sollten aktiviert sein, das haben wir alles. Und die blutigen Spikes, die habe ich auch gefunden. Wenn ihr mir nicht glaubt, spult zurück, so ungefähr 400 Folgen zurück, dann müsstet ihr darauf stoßen, glaube ich. Ich kann euch jetzt nicht genau die exakte Folge sagen, seid ihr bescheuert? You never did tell me about your parents. I mean, you were dragonborn. So, do you have ancestors that are dragon? La 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 la. That would be really disturbing if you did. So. Haha, den Hirsch habe ich mal in den Arsch geschossen. Daran kann ich mich noch erinnern. Wie das war? Einfach. Oh. So. So. Ich habe erstmal daneben. Erstmal habe ich ihn getroffen und dann. Ja, so ungefähr war das. Ja, nur dass er voll direkt in. Ja, ihr wisst schon, wo er. Ich müsste mal eben husten. So. Jetzt ist es noch schlimmer. Ich habe gerade gegessen, das ist so schlimm. Hey, wo laufen die denn hin? Achso, mal wieder Gefangenentransport. Alter, was war das? Oh, speichern. Ich habe den Stand natürlich gesaved. Sah Weißlauf schon immer so aus? So verdammt viele Bäume da drin. Ich habe übrigens eine sehr, sehr gute Mod für Fallout 4. Wenn ihr Fallout 4 spielt und es habt, benutzt mal die Mod Seasons. Da könnt ihr, da ladet ihr euch am besten alle Seasons runter. Die könnt ihr so nach, je nach Jahreszeit aktivieren. Und wir haben jetzt zum Beispiel Frühling und da habe ich mir den Frühlingspart angesehen. Honigbrauerei. Und da ist alles schön grün im Frühling. Das ist super. Die Mod ist echt klasse. Das ist, glaube ich, mit in einer der bestbewertetsten pro Mod. Ihr braucht die wirklich Nexus-Mods und achtet auf die Installationsanweisung. Huch. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Was soll das denn? Ja, ohne Scheiß, meine Stimme bricht gerade volle Kanne auseinander, aber ich muss leider aufnehmen. Es geht nicht anders. Weil ich mittlerweile wieder... Weil, ja, es ist wieder toll. War das schon im Meche? Hä, das war doch nicht vorher da, oder? Bauen die hier Zeug? Aber die Leichen lassen sie liegen, ne? Warte mal, ich habe eine Idee. Oh, das tut weh im Rücken. Ja, so kann man es lassen. Da sieht man ihn nicht mehr. Und dann habe ich den Skulver. Skulver. Kenne ich doch irgendwo her, oder?
Ich frage mich, warum diese... Judging by the number of corpses lying around with lockpicks and merchants selling them, I think it's fair to say everyone must be up to no good these days. So watch yourself. Er kann auf dem Dach landen. Mist. Verdammt, ich will ihn da irgendwie hochkriegen. Er ist richtig widerspenstig. Der will da nicht rein. Ist ja der Hammer. Oh, dann bleibt er. Da sieht man den nicht. Sieht der irgendwie so verändert aus hier. Habe ich das Gefühl. Kann mich natürlich auch irren. Ah, Weißlauf.